Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Crusader HD Kreuzzug. Ja, ich habe mir mal überlegt, hey, mach doch mal irgendwie was anderes, nachdem, also zum einen, XCOM ist nicht vergessen, läuft gerade aber einfach nicht so gut, deswegen pausiert das jetzt ein bisschen. Herr der Ringe läuft ja ganz normal weiter, also normalen Anführungszeichen. Und ja, Samstag, Sonntag ist frei. Ich weiß noch nicht, ob ich beide Tage mache oder nur jeweils einen Tag, obwohl dann wird es ein Jahr dauern, das durchzuboxen. Na, mal schauen. Mal schauen. Ja, wie komme ich jetzt dazu, auf einmal so ein uraltes Spiel zu spielen? Zum ersten, es ist geil. Zum zweiten gibt es da so ein paar Dinge, die es noch geiler machen. Und deswegen werde ich dieses Spiel jetzt spielen. Folgendes ist nämlich passiert. Gibt schon länger. Der gute Udwin, manche von ihnen, manche von euch kennen ihn bestimmt schon. Der hat einen Patch gemacht mit anderen Leuten. Einen inoffiziellen Community-Patch. Der das Spiel viel, viel besser macht. Indem er die Burgen überarbeitet, die KI überarbeitet, Bugfixes behebt und einfach so ein paar Quality of Life Changes hinzufügt. Das Ganze werde ich jetzt nicht ultra weit ausbreiten, sonst würde ich heute nicht mehr fertig werden, aber manche Dinge, zum Beispiel das Balancing wurde ein bisschen verändert, bezüglich jetzt Armbrustschützen, arabischen Schwertkämpfern, Leiternträgern, Lanzenträgern. Die KI kann nun mehr Belagerungsgerät auf die Türme setzen, zur Abwehr. Das war beschränkt durch irgendeinen Schwachsinn. Und, also ganz viel. Apotheker machen jetzt, heilen jetzt Einheiten, die verletzt sind, ist auch sehr nice. Vieles wird man eh sehen, wenn wir es dann spielen gleich. Und ich habe mir überlegt, das Folgende zu machen. Wir spielen Kreuzzug, ich fange hier hinten an. Geh durch, ich habe irgendwann schon mal gespielt, so ein bisschen blablub. Ich habe auch eigene Burgen gemacht für die KIs, aber die sind noch nicht alle fertig. Vielleicht mache ich die irgendwann mal und dann spielen wir es nochmal oder ich lade sie hoch, keine Ahnung, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Burgenpack. Ich müsste nachgucken, von wem, ich weiß es gerade nicht. Aber da gab es ein riesen Skirmish-Pack von einem der Leute, die auch mit an dem Patch gearbeitet haben. Dieses Skirmish-Pack der Burgen habe ich mir runtergeladen und installiert. Das heißt, die Burgen der KI sind ein bisschen besser. Ich habe den Aggressive AI Patch mit installiert, der die KI einfach ein bisschen stärker macht. Und ein bisschen klüger, in Anführungszeichen, angeblich. Ich habe nichts davon gespielt. Ich weiß nicht, wie gut die sind, wie alle Burgen ausschauen, keine Ahnung. Was ich angepasst habe, ist, dass die KI das Truppenlimit erhöhen kann. Also, sprich, das maximale Truppenlimit von 500 auf 3000 gesetzt. Und den Truppenzuwachs, die Rate von Angriff zu Angriff auch erhöht. Dass da einfach mit der Zeit mehr Wumms kommt. Das kann sich ganz schön böse entwickeln. Der Friedrich kauft jetzt Waffen ein. Genauso wie, ich glaube, auch der Marschall. Auch wenn die jetzt hier nicht wichtig sind für den Durchlauf, aber generell. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Regeln für den Kreuzzug, weil ihr kennt mich ja schon. Und die es nicht, die mich nicht kennen, lernen mich jetzt kennen. Ich mag es, mir selbst Herausforderungen zu stellen. Sprich, eine Herausforderung, ja. Also, ich mach's mir nicht gern einfach. Und eine der Regeln, die ich mir jetzt überlegt hatte, war, ich darf die KI nicht einfach wegrushen. Das ist am Anfang nicht wichtig. Später aber wird es Maps geben, die extremst schwierig zu verteidigen sind. Heißt, erst wenn ich eine Burg gebaut habe, darf ich andere KIs angreifen. Und ich meine jetzt nicht einfach nur ein Wall und ein Torhaus und dann ist mein Ding safe, nein, sondern ich möchte Burgen bauen während diesem Durchlauf. Also Burgen, die auch irgendwie wie eine Burg ausschauen und nicht einfach nur 15 Türme mit Mangen nebeneinander sind, die halt den ganzen Gegner kaputt böllern. Das ist halt machbar, das so durchzuspielen, aber fängt, finde ich, den Geist von Stronghold nicht ein. Es wird Maps geben, da wird es extrem schwierig, vielleicht sogar unmöglich, aber das sehen wir dann. Erstmal will ich mich durchbeißen und ich hatte mir noch überlegt als zusätzliche Schwierigkeit, aber ob ich das durchziehe, weiß ich noch nicht. Deswegen folgende Regel unter Vorbehalt.
nicht langsamer als 40 zu gehen. 40 ist ja das Standard, die Standardspielgeschwindigkeit. Man kann von 20 bis 90 gehen. Der Patch macht auch, dass man bis 1000 hoch kann. Werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Ich darf höher gehen, auf 90, wenn es mir zu langsam geht, aber nicht auf 20 runter, um halt zu micromanagen. Ich bleibe auf maximal, minimal 40 Spielgeschwindigkeit, also normale Spielgeschwindigkeit. Das macht es nochmal schwieriger, ein bisschen in Richtung Echtzeit. Keine Ahnung, ob das gut ist. Am Anfang wird es kein Problem sein, später aber schon. So, und ihr werdet feststellen, dass ich blau bin. Ha, ist das nicht schön. Blau. Nicht rot, sondern blau, wie es sich gehört. Okay, erste Mission, die Ankunft. 4000, 2000 gegen den Sultan, schwacher Gegner, blöde Map, kriegen wir hin. So, so und jetzt seht ihr schon hier, 40. So, man kann sogar einstellen mit dem Patch, welche Starttruppen man hat. Ich habe jetzt 2 Schwertkämpfer und 6 Bogenschützen, ist ganz nett. Und ich hoffe, dass mit der Aufnahme alles passt, weil ich habe, keine Ahnung, OBS schafft es nicht, das ist so langsam. Wow, das wirkt unglaublich langsam, wenn man nicht auf 90 spielt. Egal. OBS schafft es nicht, das Spiel zu capturen, was sehr schade ist. Aber hey, so ist es halt. Also, was will man machen? Okay. Jetzt bauen wir erstmal so eine kleine Burg. Alter, blaue Einheiten, ist so cool. Finde ich richtig nice. So, Marktplatz braucht man noch. Der kostet nichts, auch ein Patch. Das mag zwar vorteilhaft für mich erscheinen, aber die KI kriegt den auch umsonst. Das heißt, der KI den Marktplatz wegzunehmen, zu gucken, sie hat kein Holz mehr im Vorratslager, ist keine Strategie mehr, um die KI zu vernichten. So. Ja. Ja, was möchte ich denn haben? Ich hätte gerne ein bisschen Brot, Getreide. Auf Bier werde ich jetzt hier auf dieser kleinen Karte verzichten. Ich mache ein paar Kühe. Perfekt. Okay. Dann gibt es eine Mühle. Ein paar Bäckereien. 4, 5, 6. Sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um 7, das Gebäude 8. zu verwalten? Zack. Zack. Keine Ahnung. Ich baue jetzt halt irgendeinen Schwachsinn hier, dann passt das schon irgendwie. So. Waffenkämmerchen noch hinklatschen. Das muss direkt an die Waffenkammer gebaut werden. Naja. Kaufen wir wieder ein. So, wie gesagt, am Anfang, die ersten Missionen. Kein Platz im Vorratslager. Sehr einfach. Es macht es auch schwer, weil man gucken muss jetzt mit der Geschwindigkeit später. Baue ich erst die Burg? Baue ich erst den Kram? Ich kann nämlich auch jetzt nicht einfach Pause drücken, das ist auch verboten, während der Pause zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber gehen wir mal davon aus, es wäre machbar. Man könnte natürlich so krasse Herausforderungen machen wie kauf keine Waffen oder sowas, aber das wäre jetzt zu krass. Also, dass man nur benutzen darf, was man auch herstellt, aber nee. So krass muss ich dann auch nicht sein. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. So. Okay. Und dann fangen wir mal an. Kleines Torhaus reicht mir eigentlich meistens. Eure Beliebtheit steigt. So. Komm schon. So. Aha. Aha. So. Okay. Beim Bogenbau kann man sich natürlich immer ein bisschen verkünsteln, aber hey, so ist es halt. Okay, ich glaube, ich hätte gerne noch 2 Steinbrüche. Ich hätte auch gern Eisen. Ich hätte gern so vieles. Erstmal die Bogenschützen auf den Tor ausstellen, da stehen sie nämlich ganz gut. Könnte ich mal bitte nicht missklicken. So, tschüss Gold. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. RIP, Lebensmittelvorräte. Okay. Ja, cool. Dann. Keine Ahnung. Irgendwie so. Okay. Wir sind bereit. Greift an, Brüder! Macht's das mal bitte kaputt. Dann Eisen, 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 Eisen.
Wir benötigen Holz. Oh, geil. Ohne Holzfäller gestartet. Nice. Boah, ich bin Profi in dem Spiel. Heftig. Krass. Kacke, wenn ich schlecht mache. Uff. Schlechter Start. Aber okay, ich kann ja Holz. Ich kann ja. So. Wir haben nicht genügend Gold. Da noch ein Holzfäller hin. Arbeiter vorhanden, um das so viel. Okay. Müsste passen. Okay, ich habe nicht genügend Ochsenjochen. Hätte ich nicht gedacht. Krass. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Ja. Weiß schon, das ist die böse Beliebtheit. Jetzt rennen die außen rum. Krass, Mann. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, aha, um das Gebäude zu verwalten. Wer kennt's nicht? Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wieso rennen die jetzt so außen rum? Verstehe ich nicht. Der Berg von ihnen ist okay, so, hier machen wir gescheit zu. Das kann man abknallen. Wir folgen euch. Ich sehe den Weg, meine Sie sind wehrlos. Ja, ich werde eh noch mehr Hütten brauchen. Wir benötigen Holz. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Uff. Ja, schaut schlecht aus. Wir werden überfallen. Ihr habt nicht genügend Gold. Also schön ist die Burg nicht, ne? Aber hey. Und ja, das zählt eigentlich auch noch nicht für mich als Burg. Ich muss schon mit Türmen und so einem Kram haben. Oh oh. Okay, sonst ist es keine Burg. Also das muss schon sein. So, das können wir jetzt hier irgendwo dahin bauen. Noch ein paar Wegpunkte setzen. Ups. Ja. Okay. Bin zur Stelle. Gut. Volle Rationen. Es ist auch sehr ungewohnt für mich, dass die Auflösung jetzt so hoch ist. Ich könnte sie runterstellen, aber den Sinn sehe ich gerade nicht dahinter. So. Ist natürlich jetzt gut für mich, alles kaputt machen zu können. Nice. Okay. Das passt. Ich könnte natürlich noch hier seitlich ein Torhaus bauen. Mache ich wahrscheinlich auch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Einfach um ein bisschen effizienter zu sein. Eure Beliebtheit steigt. So. Der Sultan ist jetzt natürlich noch nicht die überkrasse Super-KI, bei der ich ultra aufpassen muss. Was wünscht ihr? Aber hey. Mein Bogen ist euer, mein Herr. So, schauen wir mal auf seine Burg. Die ist sehr klein. Die ist ultra klein, aber ihr seht schon, die Burg schaut anders aus. Also wer Stronghold Crusader kennt, und ich bin sicher, einige von euch kennt, weiß, dass das keine Standard Sultanburg ist. Aber so schaut es jetzt aus. Das ist eine kleine, niedliche Burg. Ganz ohne irgendwas. Hat er noch Gold? Nee. Ist halt die erste Mission, ne? Die ersten Episoden werden auch sehr kurz sein. Andere Episoden werden hingegen dann irgendwann sehr, sehr lang werden. So. Aber das ist okay, einfach damit ihr schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was ich mir vorstelle, wie das mit dem Spiel ausschauen soll. Es werden Rekruten benötigt sein. Genau. Eure Befehle? Ich finde das so geil, dass ich blau sein kann. Das war schon immer mein Traum bei diesem Spiel. Und der Community Patch macht es halt echt möglich. Das ist so nice. So, ich kann das ein bisschen schneller machen. Wie gesagt, schnell darf ich so viel wie ich will, nur auf 40, unter 40 darf ich nicht. Komm, Ochse, beweg deinen fetten Arsch. Beweg ihn! Ich will da ein Mauerstückchen bauen. Eine Zinne. Hat das bald. Jetzt kommt der Ochse wahrscheinlich nicht raus, ne? Ach, ich weiß einen Abscheiß drauf. Wenn er mir so im Weg umgeht. So, Ambroschützen baue ich jetzt hier gerade keine. Muss aber auch nicht sein. Mein Vorratslager ist natürlich sehr klein. Das weiß ich auch. Ich könnte noch, wir benötigen Gold. Werde ich auch machen. Kapellen bauen.
bisschen mehr Beliebtheit, bisschen Frömmigkeit, ne? Und ich könnte zwar Garten und so weiter bauen, so Gärten, für den Angstfaktor. Der macht, für alle, die es nicht wissen, Beliebtheit oder Beliebtheitsmalus. Beliebtheit braucht man halt, damit Leute in die Burg kommen zum Ausbilden. Ne? Hier die Bauern. 12 habe ich jetzt hier im Lagerfeuer. Wenn das negativ ist, unter 50, dann sinkt das. Dann hauen die wieder ab. Und der Beliebtheits-, der Angstfaktor hier macht halt entweder mehr Beliebtheit bis zu 5 oder bis zu 5 Malus. Wirkt sich zeitgleich auf die Effizienz aus, also wie viele Güter ich bekomme. 100% ist der Standardwert. Der kann auf 150 steigen, wenn die Leute Angst haben, oder auf 50% gehen, wenn sie mich gerne haben. Das heißt, ich kriege nur die Hälfte der Güter. Dafür aber sind sie 5, also plus 5 Beliebtheit. Und Truppen bekommen einen Bonus von, ich glaube, es waren 5% auf Angriff- und Defensivwerte pro Angstfaktor Steigerung oder Senkung. Also Beliebtheitseinwirkung. Ich kann euch das ja doch mal kurz zeigen. Bauen wir hier mal ein paar Gärten. Ja, super schön gemacht. Okay. So, plus 1, ne? Tüchtigkeit 90. Und jetzt seht ihr das ganz schlecht. Ihr müsst ganz nah rangehen. Warte, ich kann nur rauszoomen, das ist doof. Wenn ihr ganz nah an den Bildschirm rangeht, hier der Bogenschütze. Ganz nah ran, mit dem Kopf so wie ich. Dann seht ihr über der hier. Über der Lebensleiste einen kleinen grünen Punkt, einen winzigen grünen Punkt. Und der zeigt einen Bonus an. Also das sind diese 5%. Ich glaube, es waren 5, es waren nicht 10, es müssten 5 gewesen sein. Wie gesagt, wer dieses Spiel mag, schaut euch Utwin an, der hat tonnenweise Content. Ich bringe jetzt das raus als Content. Und 5% auf Angriff und Verteidigung, soweit ich weiß. Rücken aus. Meine Beliebtheit ist sehr nice. Religion, die schwankt noch so ein bisschen. Weswegen ich noch 2 Kapellen bauen werde. Kostet mich nicht viel. Zack, zack, zack. So. Ich könnte noch eine Kapelle bauen. Machen wir jetzt auch. Okay. Das Problem ist, ich habe jetzt gleich nur noch 10 neue Leute zum Ausbilden. Das ist ein bisschen wenig. Deswegen klatsche ich hier hinten noch eine Hütte hin. So. Und ja, Mehl passt, Nahrung passt, da kommt ein kleiner Störangriff, aber das ist nicht weiter wild, die Bogenschützen machen das schon. So. Ich müsste noch auf... guck mal. Jetzt kann ich ein bisschen hochgehen. Bisschen ausbilden, das Gold schaut okay aus. Ich wünschte, sie hätten die UI ein bisschen größer gemacht. Also, dass der Typ nicht direkt neben dem... Also die Karte hätten sie ruhig ein bisschen skalieren können, hier das Zeug größer machen. Es ist mir zu klein und es gibt leider keine Option, das Menü größer zu machen. Weil die 100, die 200, die Zahlen sind mir persönlich zu klein. Und ich müsste halt umstellen auf den Standard, sage ich mal. Ich hoffe, die Aufnahme zerreißt jetzt nicht. So sah es früher aus. Man hat halt alles gesehen, ne? War easy. So, zoomt mal raus, erkennt alles, hat hier sein Menü. So sah es früher aus. Kann man machen. Aber ist halt für viele Leute heutzutage, wie kann man so nur spielen? Hilfe! Ja, so war das damals in meiner Kindheit. Das waren die Bildschirmauflösungen, die wir hatten. So, und jetzt ist halt hier aber sehr klein. Also ich kann die 322 kaum erkennen. Was auch ein bisschen was über meine Augen aussagt, aber hey. So, ich brauche noch ein paar Türme. Das heißt, ich möchte einen Turm hier haben. Ich überlege gerade, wie ich den anbauen soll. Ich verkünstle mich jetzt mal ein bisschen. Hier kommt so ein Turm hin. Hier kommt so ein Turm hin. Dann nehmen wir jetzt 5 Bogenschützen. Früher konnte ich das. Zack, 5. Zack, hab's immer noch drauf. Perfekt. So, dann bauen wir jetzt hier so ein Türmchen. Und 1, 2, 4, 4. Wir benötigen Steine. Hey. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine dort platzieren, my Lord. Ist jetzt nicht wunderschön, aber geht schon. Bin zur Stelle, ja. So. Gehen da 16 drauf? Nee, das wird zu viel. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. 6, 7, 8. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Das heißt, ich muss ausbilden. Wir sind bereit. Ei. So. Das Volk huldigt Beliebtheit plus 10, das heißt, ich kann hier auf plus 8 gehen, das reicht. Das Volk huldigt euch. Der Utwin hat auch mal festgestellt, dass 8 tatsächlich der beste oder effizienteste Steuermalus ist.
Eure Befehle? Bin zur Stelle. Deswegen bleiben wir jetzt auch bei 8. Ja. Man kann auch mal auf 12 hochgehen, aber da hat er irgendwann mal durchgerechnet, dass Verkaufen von Zeugs besser wäre. Statt dafür Beliebtheit zu machen, um Gold machen zu können. Aber ja. So, Holz habe ich auch ein bisschen viel. Eisen geht mir aus. Ich hab nicht viel Eisen. Bin zur Stelle. Wow. So, und dann können wir hier jetzt noch Ballisten hinbauen. Zack, zack. Baumeistergilde, das habe ich natürlich graziös platziert. Okay. So. Es gab ein Hotkey für Baumeistergilde, aber ich weiß ihn nicht mehr. Waffenkammer ist A. G ist Kornspeicher für Granary. H. Hall. Eigentlich müsste es K für Keep sein, aber whatever. L macht gar nichts. L ist Lord. M ist Marktplatz. Okay. So, ich werde jetzt dann gleich. Ich baue jetzt hier noch die Baumeister. Oh, das wollte ich euch auch noch zeigen. Jetzt passt mal auf. Das machen wir noch. Wir bomben den komplett in die Steinzeit. Passt mal auf. Ich muss mein nasales Sprechen ein bisschen entschuldigen. Ich habe Heuschnupfen des Todes. Euer Gnaden. Okay. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Gold. Ja. Nicht genügend Güter. So, schön Gold machen. Gold, 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 Gold. Bisschen Bogenschützen. Da, bim, 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 bim. Nicht genügend Güter. Okay. So. Ja. Und. Schützen bereit. Na komm, ein Schwert hier noch. Wir sind bereit. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Okay. Mein Herr? Gut. Nein, jetzt haben wir da 23 Schwertkämpfer. Das geht so nicht. Wir sind okay. Bereit. Eure Befehle? Jetzt sind es da 37 Bogen. Was geht denn hier? Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Hallo. Ja. Jetzt sind es 41. Bogenschützen bereit. Wow. Mein Bogen ist leckig. Uns. Mein Herr? So. Hier geht's dahin. Hier geht's dahin, das greifen wir an. Hier mal noch 40 runter. So. Das passt alles noch. Der hat bisher noch gar nichts gemacht, aber der hat auch kein Gold. Der nimmt kein Gold ein, der kann nichts machen. Hier seht ihr jetzt natürlich noch nicht den Effekt, den die krasse überarbeitete KI haben soll. Wie gesagt, es gibt die Burgen, die verändert wurden. Und andere Leute haben auch wirklich die Spieldateien selbst. Also nicht nur die Burgen, die kann man mit einem Editor anpassen, sondern die Dateien selbst des KI-Verhaltens editiert, verbessert und rumgewerkelt. Am Sultan sieht man das nicht. Der ist schlaftablettiger als die Ratte. Der kann gar nichts. Der ist sehr schwach. Der macht auch wenig Geld. Dass er überhaupt stehen kann, ist ein Wunder. Aber wir werden es später sehen, wenn wir wahrscheinlich gegen die Ratte kämpfen. Schlange meine ich. Bei der Ratte nicht, aber die Schlange vielleicht. Mal sehen, wie die Leiterträger benutzt. Und natürlich bin ich sehr gespannt, wie der Wolf, Saladin, Richard, wie diese KIs sich dann schlagen. Vor allem auch, was für Burgen haben die. Also wird sehr spannend. Und jetzt gucken wir mal. So, hier kommt mein großer Angriff. Ich habe noch immer den Angstfaktor habe ich wieder verloren. Schaut's her. Weil zu viele Leute. Na, wenn man zu viele Leute hat, dann wirkt der Angstfaktor nicht mehr. Also dann braucht man mehr solche Gebäude. Ich bin jetzt auch ein bisschen überladen hier. Bieten wir ein bisschen was aus. Also ich kann euch versprechen, das wird sehr spannend später, irgendwann. Ab Mission 30 spätestens geht's richtig zur Sache. Quality of Life Change für alle, die es kennt. Mal sehen, ob es funktioniert. Normalerweise musste man klicken, ablegen, klicken und dann musste man, glaube ich, wieder zack, 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 also die dann wieder anwählen. So. Und jetzt kann man einfach hier schön nacheinander, es ist so nice. Oh, es hört gar nicht mehr auf. Okay, es wählt nicht mehr automatisch ab. Das ist natürlich schade, aber okay. Wir werden überfallen. Seid gegrüßt. Eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. So, angreifen. Go. Katapult wird bewegt.
Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszubrechen. Oh ja, greif an. So, jetzt greifen wir schön an. Hi, in Ordnung. Eine Nachricht vom Sultan. Ihr lieben Zweige trauern den Verlust des Sultans. So, schön angreifen. Aggressiv stellen. Perfekt. Und schön hinterher ausbilden, nur nicht vergessen. So, die Burg ist jetzt kaputt. Jetzt gehen wir jetzt hoch. Ich mache das natürlich jetzt auch ein bisschen absichtlich alles schwachsinnig, ne? Man sollte nicht seine eigenen Truppen hier wegböllern. Aber man kann mal das Türmchen hier zerstören. Schaut's mal. Rums. Und dann dieses Türmchen. Rums. Alles geht kaputt. Die Feuerwerfer machen hier ordentlich Schaden, ja. Nice, nice. Und er ist tot. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. Schön. Und das war jetzt Mission 1. Relativ einfach, nichts Besonderes, aber damit ihr schon mal gucken konntet, hey, wie schaut es denn eigentlich so aus? Ich meine, die erste Mission ist halt wirklich, die hat einfach zu sein. So, und als nächstes kommt dann Nummer 2, der Aufbruch nach der Ankunft. Und das sehen wir dann. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Einführung ist durch. Irgendwann wird es noch richtig, richtig, richtig cool. Die ersten Missionen werden ein bisschen zäh, weiß ich. Aber hey, das Projekt hat 50 Level. Das heißt 50 Folgen für euch. Und manche davon werden arschgeil, kann ich euch versprechen. Ich freue mich. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, kommt noch, hoffe ich. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, auch wenn es viel zu heiß ist. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.